Ja, hallo Zwillinge, in Sache Liebe, ja. Was ist bei dir 72 Stunden? Ja, in 3 Tagen, was kann da für Botschaft kommen? Ostern-Energie. Ja, morgen ist kein Freitag. Ich wünsche allen schöne Ostern mit eurer Familie, die es feiern. Zwillinge, was ist bei dir los in Sache Liebe? Ja. Was kommt hier für Botschaft? Was war, was ist, was kommt hier? Zwillinge, Vergangenheit, was ist bei dir los? Was war, was ist? Wow, siebte Kelche. Oh, fünfte Kelche. Viel Kelchekarte, ne? Oh, okay, drei Schwerter. Gegenwart, was ist bei dir noch? Wow, Perspektive. Du zögerst. Noch eine, danke. Oh, du hast viele alte Wunden zu heilen. Wow, Zukunft. Zukunft, schau mal. Zukunft. Also, jetzt muss ich ein bisschen Zwillinge, das noch. Und dann kann ich das am Schluss machen. Antwort Engels. Bisschen Heilungsprozess. Wegen der Vergangenheit. Gegenwart. Nachricht. Ja. Zukunft. Wow. Also. Zwillinge, 72 Stunden, was ist bei dir los? In der Vergangenheit, ja? Illusion. Du wünschst so innerst, dass diese Partnerschaft, also eine Ex-Partnerschaft, gut kommt, ja, alles gut läuft, normal läuft. Du hast rosarote Brillen gehabt. Ja? Und viel Einfluss von außen hat deine Ex-Partnerschaft zerstört. Nicht nur Schulden von euch beiden, sondern auch von außen. Fünfte Kelche, Enttäuschung, deswegen ist gescheitert. Ja? Deswegen, und jemand traut immer noch. Und ich habe das Gefühl, dass von deiner Seite kommt. Ja? Alleinsein, seelische Verletzung, das hatte ich so mitgenommen. Ja? Deswegen Schattenthema, diese Ex-Partnerschaft haftet immer noch an dich. Verlust, Angst, Unsicherheit in der Liebe. Und schau mal, du bist ein Heilungsprozess. Liebeskummer, Enttäuschung, Trennung, Streit, Verletzung, schmerzhafte Erkenntnisse, Kummer. Und das, ja, bist du am Heilen. Gegenwart. Niederlage, Konflikte, Scheitern, nochmal, ausgenutzt sein. Kritik, Auseinandersetzung. Du hast immer noch Streit mit diesem jemand. Dieser jemand ist immer noch in deinem Leben. Aber was ich hier merke, ja, du hast immer noch Kontakt mit deinem Ex-Partner, Ex-Partnerin, die dich nicht gut tut. Und das hindert deinen Heilungsprozess, dass du dich öffnest für etwas Neues. Eine große Liebe kommt auf dich zu, ist bereit hier vom Schicksal. Ja, du wirst dich auf beiden Ohren wieder verlieben. Ja. Und diese Zögerung in der Liebe, wegen dieser, damit es in dein Leben kommt, Zwillinge, bist du selbst schuld, weil du an Vergangenes haftest. Und dieser jemand möchte nichts mehr, er kommuniziert das auch offen mit dir. Er möchte keine Partnerschaft mehr mit dir, er möchte nur mit dir genießen. Du haftest an der Vergangenheit. Und dieser Mensch hat dich so verletzt und doch haftest du noch an ihm, vor allem emotional, Zwillinge. Ja? Und das hindert dein Leben, das blockiert selbst dein Liebesleben. Zwillinge, was hatten die irgendwas noch für dich? Eine Antwort für dich. So guckt. Schau mal. Was wollen Sie dir noch sagen zu dieser Situation? Zwillinge, bitte andere um Hilfe. Ja, nimm andere Ratschläge an. Perfektes Timing.
um dein Leben in der Hand zu nehmen. Noch einmal, komm. Noch einmal, Schicksal. Nein, bitte, nein. Nein. Die Karte sagt nein. Dieser Mensch hat dich fix und fertig, war toxisch für dich. Und da hängst du noch an ihm. Er möchte nichts mehr, wenn ihr es wird andere Gelegenheit bieten. Das ist diese Neues, die für dich kommen kann. Aber du musst offen dafür sein und mit all das abschließen. Warte mal, Zwillinge. Und weißt du, ich lasse dich nicht so in diese Situation. Was gibt es noch? Bitte, liebes Universum, für die Zwillinge. Was gibt es noch für Botschaft? Du musst dein Ex verlassen, damit diese Neues kommen kann. Was haben noch die Liebesengel für dich? Für Botschaft, wo zuguckt. Bitte, bitte. Eine Karte, Zwillinge, bitte, bitte. Ja, die wollte raus. Schau mal, ein Seelenpartner kommt auf dich zu. Noch eine. Ja, die wollte raus. Anziehungskraft. Du spürst diese Seelenpartner, die es kommen kann. Hilfe beizurufen, ja. Nur es liegt an dir, meine Liebe. Okay, ich lese nur die Karten. Alles, alles Gute, Zwillinge.